Hallo, liebe Leute. Kommen wir zur Tagesenergie vom 27.10.2020. Das ist ein Dienstag. Hoppla, meine Karte ist runtergefallen. Die Lüge brauchen wir nicht. Dann wollen wir mal sehen, was uns der Dienstag so bringt. Schauen wir mal. Das ist es schon. Wir gehen unseren Weg in Reichtum, in großen Erfolg und unveränderbar. Na, was ist denn das für ein schönes Orakel hier? Okay. In Selbstverantwortung, wir erkennen das auch, das ist toll. Ganz plötzlich, auch wenn der Kummer und Schmerz unveränderbar ist. Also trotzdem Kummers treffen wir hier Entscheidungen und wissen auch, dass wir ja. Und wissen auch, dass wir Glaubenssätze haben, also falsche Informationen, falsches Wissen, falschen Glauben und entscheiden uns, das anzunehmen, weil wir es in Fokus nehmen. Genauso wie den Kummer wir in Fokus nehmen. Das geht nämlich herunter. Plötzlich kommen Kummerschmerz in Fokus und wir schauen diese Glaubenssätze an. Wir kommen in das Selbsterkennen und erkennen, dass wir entscheiden müssen, hier diese Glaubenssätze anzusehen, ob der Kummer und Schmerz wirklich von uns kommt. Also hier bestätigt sich das große Monatsorakel, was ich noch online stelle die Woche, dass wir wirklich anfangen, in die Selbstverantwortung zu kommen und plötzlich immer mehr anfangen zu erkennen. Und uns ist klar, dass das jetzt hier unveränderbar ist. Es ist aber auch klar, dass wir es ändern können. Ist egal, um was bei dir geht. Du wirst am Dienstag, also heute, plötzlich einiges erkennen und auch merken, dass dein Reichtum darin liegt, selbst für dich entscheiden zu können, zu dürfen und zu sollen. Du bist groß, du bist erwachsen. Deine Entscheidung, dein Leben, dein Weg, das haben keine anderen für dich zu entscheiden. Auch wenn es damit im Momentan Kummer gibt, dessen du dir sehr bewusst bist, im Endeffekt wird es im großen Erfolg münden. Und auch das erkennst du. Ist ein sehr schöner Tag und es ist egal, um was es geht. Ob es jetzt um deine Arbeit geht, um deine Familie geht, um die Schule geht, um dein Privatleben geht, ist es völlig egal. Du musst immer absolut unbedingt in die Selbstverantwortung. Denn du kannst nur deinen Weg gehen. Und das meine ich auch in jeder Beziehung. Freilich ist eine Beziehung ein Miteinander. Ganz klar, soll man auch. Aber neben der Beziehung, neben dem Miteinander und dem Leben zusammen, hast du auch noch ein eigenes Leben. So wie jede Mutter ein Leben als Mutter hat, ein Leben als Ehefrau, aber noch als Leben als Person. Das ist immer ganz wichtig, in die Selbstverantwortung zu kommen. Denn es ist egal, was ich entscheide in der Familie, ob es Kinder, Schule, Arbeit oder sonst irgendwas ist, es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss für meine Kinder. Das kann ich nicht irgendjemand der Schule überlassen, die werden schon wissen. Es geht um meine Kinder, ich muss das wissen, meine Entscheidung. Es ist nämlich zum Schluss auch meine Schuld, auch wenn es die Schule gemacht hat. Das kann ich nicht sagen, die Schule ist schuld, ich habe es zugelassen. Oder ich kann nicht sagen, mein Partner ist schuld, wenn ich es zugelassen habe, mitgegangen bin, wo auch immer. Verstehst du? Und darum, ist egal, um was es sich dreht, Arbeit oder sonst irgendwas, es ist immer meine Entscheidung und mein Weg. Und das erkennt man hier immer mehr. Und auch wenn es momentan sehr unbequem ist, den einen oder anderen wirklich Kummer und Schmerz macht, was ich verstehe, im Endeffekt ist es das Größte, was du tun kannst. Und das ist unveränderbar. Morgen ein Weg des Erwachens, morgen ein Tag des Hinsehens, auch wenn es weh tut. Im Endeffekt wird es großen Erfolg bringen und das wirst du auch erkennen. Ganz großer Tag, ganz wichtiger Tag. Viel Erfolg. Tschüss.